Wie kommen wir jetzt da hoch? Ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hochkommen. Das sieht alles nicht zum Klettern aus. Außer die Dinger hier. Was ist mit der Statue? Kann man damit irgendwas machen? Hey, sieh dir das mal an. Und das Seil? Wo ist jetzt unser Bruder wieder? Der macht mal wieder gar nichts. Oh, Timothy, ja, das klingt gar nicht gut. Was ist denn passiert bei dir? So, wo ist Sam jetzt? Ja, wo ist der? Da. Nathan, schau dir das mal an. Okay, bereit? Okay, das war Schritt 1. Schritt 2. Den Kronleuchter hochziehen. Die Idee. Links überall. Sieh es einfach als Kompliment. Danke. Und jetzt? Okay. Jetzt sieht sie stilvoll aus. Da nichts wie hoch. Oh, wir können den Kronleuchter hoch. Versuch mal, dich zur anderen Kette zu schwingen. Dann gehen wir einmal hoch. Sollen wir da oder da hinten rüber versuchen zu schwingen? So ein bisschen die Frage, kommen wir auch darüber, weil da ist kein Zaun, ne? Nee, das klappt nicht, oder? Versuchen wir es so. Verzeihung. Oh, sorry, Condon. Baldridge. Was? Du trittst doch Baldridge. Oh, du bist seit 5 Wochen alleine für die Abteilung da und ich lässt mich im Regen stehen. 600 in der Info herum sogar, der Chef hilft mir nicht. Ständig werden Aufträge vermasselt und ich muss es ausbauen, das reicht. Ja, wenn du sowas drauf hast, dann ist auch gut, dann. Ja. Wenn es dir nicht gut geht, dann solltest du zum Arzt gehen. Ja. Muss mal politisch korrekt auszudrücken. Kommen wir hier rüber oder sind wir denn tot? Da unten geht es auch noch weiter. Das war nicht so gut. Ja, das sagt man so leicht, aber ich glaube, es ist in der Tatsache so, dass es zum Teil ein bisschen schwierig ist. In manchen Bereichen. Ach, wie sehr der tut. Weißt du, er kann sonst überall runterspringen aus 30 Metern und dann dieser kleine Sprung hier, da ist er tot. Unbeschädigt sind. Hey, 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 beschrei es nicht. So, und jetzt geht's da weiter vielleicht? Da, nee, da geht's nirgendwo weiter.
Ups, zu früh gefreut. Da geht's weiter. Ja, aber Timothy, du hast ja eh schon entschieden, dass du praktisch weggehst, ne? Siehst du den Turm? Klar. Also von daher, das ist ja dann schon ganz gut. Müssen wir jetzt hier weiter? Also ich würde an deiner Stelle gar nicht mehr so viel drauf geben, weil wenn du dann eh weg bist, dann bist du weg, also. Ne, das war's. Oh Gott, das war nicht gut. Oh Gott, Nathan! Oh Gott, Nathan! Wir haben doch hier die Kette, warum können wir da nicht lang? Da kann er sich doch da dran schwingen, warum geht das denn nicht? Wow. Da ist eine Sprossenwand. Dann gehen wir hier mal hoch. Ja? Hey, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Was da? Ganz schön aufgeregt. Oh, da ist so ein Globus. Den haben wir doch schon mal gesehen in dem Spiel, oder? Okay. Bringst du mich da hoch? Klaro. Wo hoch? Da hoch. Dann wollen wir hier einmal hochgehen und hopp. Ziemlich hoch. Hallo, ich will auch da hoch. Ich will auch da hoch. Ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Aber sicher steht da wieder eine schöne Leiter. Guck mal, wie viele Truhen hier sind. Als ob die, ich würde die ja doch erstmal hier durchsuchen, oder? Also ich würde da erstmal gucken, was da so drin ist. Was für ein Ausblick, hä? Mega nice. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Hey, ist da unten ein Weg? Gut zu sagen. Los! Mega nice, mega, mega, mega nice. Moment. Mega nice, die Kulisse. Ja, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier weiterkommen. Wo ist jetzt hin hier? Glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Alter, und die Figur, da finde ich auch richtig krass. An wen oder was wir unterwegs treffen? Ja, wo ist er denn jetzt? Wir sind tot.
Ja, genau, wieder schnell eins Atlas, ja. Habt ihr das gerade wieder gesehen? Ich bin so ein Bugfinder hier im Spiel. Wo bist du? Ich bin hier unten, komm schon! Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Hier runter, schnell! Nicht warten! Oh, das tat weh. Aua, aua, aua. Nathan! Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Schnell! Oh, oh, nein, oh. Scheiße, scheiße! Oh Gott. Wie hält das Ding hier überhaupt noch? Oh Gott! Alter, wie hält das Ding hier noch? Alter Falter. Alter Falter, was ist denn hier los? Uff. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich kriege echt die Vollkrise. Ach. Ja, ich spring nur ein bisschen rum. Alter, ich kann's nicht verstehen, weißt du, eben über diese bei dieser kleinen Klippe sind wir einfach gestorben. Also weil es da einfach nicht lang ging. Und da haben wir wieder unsere Powerfrau. Hallo Big Jensu, ja gestern war Morning Black. Wir haben schön, Sie wiederzusehen. Au, okay, Mann, am Ende nochmal richtig abgelost. Was soll denn das heißen? Oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen Sie uns doch mal. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Oh. Das wäre das Klügste. 2 gegen 1. Ihnen echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber... Hä, Chloe? Zweit. Tja, meine Männer sind längst... Das ist Nadine. Ich muss Ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Gott, verdammt. Ich muss mich einmal konzentrieren. Ich kann nichts machen. Hallo. Oh nein, das wird nichts.
Alter, ist die hart, die Frau. Die Frau ist so hart. Das ist kein echter Mensch. Das ist ein Roboter oder so. Mutantenfrau, ey. Alter. Und, ja, das Kampfsystem ist echt nicht so. Gestern zu Morning Blade, wir haben auf einmal, ich habe ein bisschen gepennt, ich habe auf den Chat geachtet, habe gepennt, dann kam eine riesige Armee, die Kusai haben uns nämlich Krieg erklärt, und dann habe ich geschafft, drei davon zu überreden, zu uns überzulaufen, aber die anderen haben uns angegriffen trotzdem. Und die haben uns nicht, also die drei, die wir abgeworfen haben, haben uns nicht geholfen, dann haben wir halt verloren. Und ja, das heißt, wir bauen uns auf, aber wir haben dadurch, dass wir drei überredet haben, jetzt zwei oder drei Burgen. Ich glaube drei. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen hier weg, bevor sie. Scheiße. Wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na, dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Kein Schritt weiter! Kann jetzt Sally kommen? Bitte Sally, komm und rette uns. Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut, Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel. Bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Wow. Du hast uns doch in der Hand, entspann dich. Jetzt Sam verdient. Komm schon, du bist Geschäftsmann, lass uns ein Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja, und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja, er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Was? Ich hab Samuel rausgeholt. Was? Oh. What the fuck? Was hat er dir erzählt? Sam. Ich mochte was Sam noch nie. Was hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit! Augenblick! Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer uns. Ich hab mein Leben für dich aufgegeben. Begehen zu, ich habe auch nicht mehr neu geladen. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft.
hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Ja, bis dann. Schön, dass du da warst. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Alter Falter, ist das ein Wender? Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast. Nathan! Au! Alter, ist er mit dem Gesicht aufgekommen?